Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, statt heute Mittag irgendeine Scheiße hochzuladen, lade ich heute Abend einfach zwei Teamchecks hoch. Bevor wir damit anfangen, noch zwei Kleinigkeiten. Erste Kleinigkeit, ihr könnt noch in unseren Clan reinjoinen. Wir haben noch ungefähr 4-5 Plätze frei, ich habe jetzt gerade nicht nachgezählt. Ihr könnt also noch zu uns in den Clan kommen. Der Clan heißt sowohl am Classic-Server als auch auf dem DE2-Server Schlussspurt YouTube. Ihr seht ja, wie es geschrieben ist. Und das Passwort lautet Elmo, ganz normal deutsch geschrieben, vorne groß, der Rest klein. Also kommt unbedingt in unseren Clan rein. Thema Nummer 2. Vor einigen Tagen hatte ich ein Video hochgeladen zum Thema Real-Life-Trading. Das Ganze ist jetzt abgeblasen, denn ich habe meinen gesamten Vorrat verschenkt an das hiesige Kinderhospiz. Die suchen aktuell Spenden, vor allen Dingen Geldspenden, aber sie suchen vor allen Dingen auch zusätzlich noch jetzt neuerdings Desinfektionsmittelspenden. Die haben nur für ein halbes Jahr quasi die nötigen Gelder und das restliche Jahr sind sie auf Spenden angewiesen und ich dachte mir, okay, dann gebe ich denen das Zeug. Die können es am besten gebrauchen aktuell. Also das Zeug habe ich gespendet und das werde ich also jetzt nicht mehr verkaufen. Deswegen wird dazu kein Video mehr kommen. So, jetzt legen wir aber los mit Teamcheck Nummer 1. Ich refresh das Ganze nochmal und dann gucken wir mal. Ja, wunderbar. Jetzt hat sich nämlich auch ein klarer Platz 2 aufgetan. Das ging vorher nämlich nicht. Da hatten ganz viele hier 27 Punkte. Aber jetzt steht fest, welche beiden Vereine den heutigen Teamcheck bekommen. So, wir starten mal mit Astrodinos. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich würde mal sagen Astrodinos. So, wir checken mal deinen Verein und wir schauen mal, was hier so abgeht. Er spielt das Spiel seit über 10 Jahren. Das ist auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Da gehen Grüße raus. Und er spielt genau wie ich in Deutschland. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, ob das immer so war. Jo, er spielt tatsächlich seit 10 Jahren hier schon, seit über 10 Jahren in Deutschland. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Und damals, als er angefangen hat, gab es tatsächlich eine Gemeindeliga. Das waren noch Zeiten. Da gibt es aktuell auch einen ziemlich dämlichen Bug. Laut der Anzeige gibt es plötzlich wieder viel mehr Manager. Das war zumindest hier am DE2 so. Mal schauen, ob es Classic Server ähnlich ist. Wir gucken mal ganz kurz hier in die Teamstärken rein. Ja, genau das gleiche Problem. Aber bei 33.000 haben wir ja sogar tatsächlich. Am DE2 wird aktuell angezeigt, dass wir über 20.000 Manager sind, wenn wir bei den Gehältern schauen. Und wenn wir bei den Marktwerten schauen oder bei den Stadien schauen, dann steht da nur 12.000. Denn OFM hat da eine neue Regelung eingeführt, die uns auch hier auf dem Classic-Server erwartet. Es gibt keine leeren Ligen mehr. Das bedeutet, in der Startliga übernehmen Bots quasi einfach irgendeinen random Verein, damit man quasi nicht alleine ist. In der Startliga ist man also jetzt nicht mehr alleine. Das war ein großes Problem, dass man also in der Startliga spielte, im OFM, in seiner ersten Saison und keine Gegner hatte, dadurch keine Erfahrungspunkte generiert hat. Das Problem haben sie jetzt halt behoben und am DE2 haben sie dadurch künstlich die Managerzahlen in die Höhe getrieben. So, jetzt haben wir aber genügend darüber geredet. Jetzt schauen wir uns seinen Verein mal etwas weiter an. So, Punkt Nummer 2 würde ich sagen, Stadion. Das Stadion ist tatsächlich komplett fertig. Ich würde dir aber raten, eine Tribüne auf 99.999 Plätze zu bauen. Lange Zeit galt ja das System 100.000 Plätze und drei kleine Tribünen als ideal. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Ganze auch ideal, aber einen ähnlichen Einnahmenschnitt mit zugegeben deutlich höheren Investitionen würdest du durch dein Stadion erreichen, wenn du beispielsweise die Westtribüne oder die Nordtribüne auf 100.000 Plätze ausbauen würdest. Dadurch könntest du deine Einnahmen also nochmal etwas steigern. Ich habe ein wenig mit Gigi64 zu diesem Thema geschrieben und er hat halt mal analysiert, dass man einfach nur eine Monster-Tribüne haben muss. Und dann läuft das mit den Einnahmen halt so gut, dann werden die Stadien besonders effizient. Es ist aber ganz egal, wie groß die anderen drei Tribünen sind.
Natürlich gilt weiterhin das Stadion 100.000 Plätze, 15.000 Plätze, 15.000 Plätze und 15.000 Plätze ist das effizienteste und auch das Stadion mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber du könntest ähnliche Einnahmen erzielen, wenn du noch eine der Tribünen auf 100.000 Plätze ausbauen würdest. Im Idealfall die Nordtribüne, da hättest du die wenigsten Investitionen und jetzt kann man das Stadion ja auch ein wenig schneller ausbauen. Würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich das noch mache. Ansonsten kannst du es aber auch so lassen. Dann musst du wahrscheinlich so damit rechnen, dass du ungefähr 10% weniger Stadioneinnahmen hast, vielleicht auch nur 5%. Damit kann man auf lange Sicht schon leben, aber es tut natürlich auch weh. Nur, dass wir mal über das Stadion gesprochen haben. Schauen wir uns mal seinen Kader an. Der sieht jetzt hier ziemlich alt aus. Mal gucken, wie lange die Jungs schon in seinem Verein sind. Der kam mit 35, sieht mir tatsächlich nach Bedarf-Transfers aus. Also Spieler, die er kaufen musste, damit er nicht. Wo ist er hin? Damit er nicht absteigt. Was haben wir denn hier? Oh ja, das sieht tatsächlich nach hier Bedarfsspielern aus. Also ein Manager, der unbedingt die Klasse halten möchte. Und wir können sogar noch festhalten, es galt nicht nur dem Klassenerhalt, sondern er wollte tatsächlich aufsteigen. Ist er dann auch? Und in der aktuellen Saison ist er wieder Erster. Okay. 22. Spieltag. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in seine Liga rein. Das ist die Bezirksliga 81. Dann könnte er zwei Aufstiege in Folge feiern. Bedarfstransfers sind es auf jeden Fall trotzdem, aber sie gelten also offensichtlich dem Aufstieg. Das gefällt mir. Und er hat aktuell ja ein gutes Polster auf Platz 3. Und ob man jetzt Erster oder Zweiter wird, das juckt, glaube ich, niemanden, weil Bezirksligameister ist jetzt kein spektakulärer Titel im OFM. Aber Aufstieg ist natürlich immer cool, wenn man eine Liga höher kommt. Also könntest du durchaus auch noch ein paar jüngere Spieler Ende der Saison reinstellen. Einfach aufpassen, dass du den Wettbewerb dadurch nicht verzehrst. Also jetzt nicht gerade gegen Mannschaften schwach aufstellen, die halt noch um den Klassenerhalt kämpfen oder so. Aber wenn du die noch fördern möchtest, könntest du das durchaus machen, weil den Aufstieg hast du quasi fast sicher. Gefällt mir sehr, was du da machst. Also du bist aktuell am Aufsteigen. Mich würde es mal interessieren, wie viel Geld du auf dem Konto hast, weil das könnte ja durchaus sein, dass du schon ein gutes Polster hast, wo du aktuell, ja, zumindest mal Richtung Regionalliga gehen möchtest. Wenn du natürlich genügend Geld hast, können wir uns auch gerne in Liga 1 treffen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Aber natürlich weiß ich nicht genügend über deine finanzielle Lage. Aber das würde mich natürlich am meisten freuen, wenn wir zusammen in einer Liga spielen. Und lieber wäre mir da die erste Liga als die Regionalliga. Ich hoffe ja eigentlich, dass ich die Klasse möglichst lange halten kann. Aber das kann man nie sagen. So. Ja, was haben wir hier so? Wir gucken mal ganz kurz nach, ob er hier ein Trading hat oder ob er da einfach nur Jugendspieler zu lange im Verein hatte. Ein Trading ist auf jeden Fall zu erkennen. Das geht auch in Ordnung vom Gewinn her. Ist nicht spektakulär, aber ist in Ordnung. Das ist hier ein 22er 8er RM mittlerweile. Ja, das passt eigentlich soweit. Aber viel Trading hat er jetzt nicht. Das war ein Jugendspieler der RM hier. Dann dieser Spieler, jo, das war schon ein Verlustspieler tatsächlich. All in all wird er da einen kleinen Verlust gemacht haben, aber auch nichts Wildes. Hier leider auch. Und der war sogar noch lange im Verein, der hat also auch noch ein bisschen Gehalt gefressen. Und der wechselt auch für den gleichen Preis. Dann muss man ja leider noch die 5% abziehen, noch die Gehaltskosten und die Förderungskosten. Der hier war wieder etwas besser, war sogar insgesamt der Beste. Okay, also es ist durchaus nur ein kleines Trading zu erkennen. Das war auch in Ordnung. Das kann er definitiv noch verbessern. Nicht alle Spieler haben funktioniert. Aber das könnte ich mir für ihn auch gut vorstellen, dass er einfach nebenher ein bisschen tradet, von seinem guten Stadion profitiert, also gegen gute Gegner hier spielt. Genau über 100 sollten die haben. Und jetzt langsam aufsteigt. Das sieht nach einem guten Plan aus. Was kann man da zusammenfassend sagen? Einfach noch mit mehr Spielern
so ein etwas leichteres Trading aufziehen, also so ein komplettes Nebenher-Trading, bei dem die Spieler nicht gefördert werden, dann weiterhin die Heimfriendlies spielen und dann kann das was werden mit weiteren Aufstiegen. Schreib uns einfach mal in den Clan-Chat oder vielleicht auch auf YouTube, wenn du einen Account hast, wie viel Geld du auf dem Konto hast, wenn du das verraten möchtest, oder zumindest bis in welche Liga es denn hochgehen soll. Das würde mich sehr interessieren. So, und jetzt hoffen wir mal für den FC Toni, dass er immer noch die Nummer 2 ist. Und ganz genau so ist es. Also jetzt gibt es auch noch einen Teamcheck vom FC Toni. Er spielt in der Türkei. Er ist noch nicht so lange dabei. 10 Jahre kürzer dabei. Muss man tatsächlich mal sagen. Mal kurz gucken, wie viele Saisons. Dann können wir eigentlich auch nur 20 auswählen, weil länger ist er noch nicht dabei. Tatsächlich genau seit der Saison 170. Okay, dann hätte ich das gar nicht mehr auswählen müssen. Dann reichen ja auch die 10 Saisons. Okay. Du spielst die gesamte Zeit jetzt schon in der Türkei. Dein Stadion hat auch schon einen kleinen Ausbau gehabt. Wir haben hier ein Stadion, was ein sehr effizientes Stadion sein wird. Denn die Verhältnisse zwischen den einzelnen Tribünen stimmen. Wir haben sozusagen ein 3 zu 1 Stadion, eine große Tribüne und drei kleine Tribünen. Das Fettnäpfchen hieran ist jedoch der letzte Ausbau. Denn er muss aus der Südtribüne eigentlich die Monstertribüne machen. Und dann steht ihm zu einer gewissen Zeit die größte Tribüne nicht zur Verfügung. Und das ist natürlich jetzt nicht so optimal, aber erstmal hat er jetzt hier ein sehr effizientes Stadion, wenn es fertig ist und kann davon zunächst mal sehr gut profitieren. Vielleicht lässt das auch einfach so, nur wenn man dann in der ersten Liga spielt, dann merkt man es halt schon, wenn du dann, sagen wir mal, 10 Millionen Euro, das ist zu viel, sagen wir mal, 8, 9 Millionen Euro im Jahr weniger hast als die anderen, keine Ahnung, wenn er jetzt hier vielleicht noch 10 hinbaut, was fehlt denn da am Ende dann? Vielleicht auch 10 Millionen im Jahr, jedenfalls würde man es auf lange Sicht definitiv merken. Klar, das kann man im OFM letztendlich alles durch Trading kompensieren, weil das Trading ist natürlich bei den Tradern die Haupteinnahmequelle. Trotzdem ist es immer schön, wenn man ein fertiges Stadion hat. Aber erstmal jetzt hast du ein gutes Stadion für die nächsten 10, 15 Saisons und dann stehst du vor der kniffligen Frage, wie weiter ausbauen. Das würde ich also jetzt tatsächlich erstmal relativ lange so lassen. Das Umfeld kann auch erstmal so bleiben. Das ist natürlich dann jetzt hier doof, ne? Was ist denn hier los? Das ist ja gar nichts. Ah ja, ich sehe schon. Oh ja, meine Freunde, das ist hier ein sehr gutes Trading. Hast du mir das nicht auch geschrieben, dass ich aktuell nichts bei dir sehe oder war das ein anderer Manager? Also ich habe hier schon gedacht, ist jetzt nicht der beste Kader. Aber das liegt nur daran, dass er jetzt all seine Trading-Spieler verkauft hat. Das gefällt mir. Das gefällt mir, meine Freunde. Das gefällt mir richtig gut. Wir schauen uns sofort hier mal das Highlight an. Das ist ein 18.8. am 9. Spieltag. Tatsächlich ist es eher typisch, dass sie sich erst am 18. entwickeln. Also der ist richtig gut gefördert worden. Kam sehr früh in seinen Verein für 12 Millionen Euro, kriegt man die mittlerweile sehr günstig. Und er wurde für 80 Millionen Euro verkauft. Also schon wirklich ganz saftige Geschichte, meine Freunde. Ganz saftiger Transfer. Gefällt mir sehr gut. Ich habe eigentlich auch gar keine Kritik. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, wieso hast du den nicht für 110 verkauft? Wieso hast du den nicht für 120 verkauft? Aber mittlerweile ist 80 Millionen wirklich ein guter Verkaufspreis. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Einige haben mich immer wieder von euch angeschrieben. Wieso tradest du den 18.8er am DE2 und wieso förderst du aktuell 18.7er am Classic? Die Preise gehen doch runter. Ganz genau, die Preise gehen aktuell runter für 18-jährige Spieler. Sie sind aber immer noch ganz gut. Man kann immer noch gut Geld verdienen und das beweist auch dein Transfer hier. So, was gab es nebenrum für Spieler? Ja. Passt so zu meinen Transfers aktuell. Die sind auch ziemlich unspektakulär. Der ist gut. War auch ein bisschen länger am Verein. Was haben wir hier? Ja, das war clevere Aktion, meine Freunde. Ganz genau so ist es. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Das ist auch wieder mal eine feine Sache, auch wenn der auch wieder ein bisschen länger im Verein war. Richtig stabiler Trader und der ist ja noch gar nicht so lange dabei. Das gefällt mir. Das bedeutet natürlich, dass er auch noch nicht so das Budget hat und dann so ein Trading machen. Richtig gut, meine Freunde. Das gefällt mir.
Ihr wisst es ja, es ist schon mal ein bisschen unfair, wenn wir dann so Ländersammler haben und ich sage, jo, cool, dass du es machst und bei Tradern freue ich mich dann einfach mehr. Aber liegt natürlich daran, dass ich sehr gerne trade und das gefällt mir dann immer am meisten an den Vereinen, wenn sie so aktiv auf dem Transfermarkt sind. Ja, der ist auch ganz gut. Aber insgesamt wirklich viele gute Transfers. Ein konsequentes Trading mit Doppellager wird er haben, weil sonst würde er jetzt hier nicht mit so einer Mannschaft hier spielen, die jetzt nicht so hervorragend ist. Und sonst hätte er den auch auf keinen 18-8er bekommen. Das kriegst du niemals ohne ein Doppellager-Trading hin am 9. Spieltag. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch haben die beiden Teamchecks gefallen. Einen Schnitt musste ich setzen, das ist natürlich sehr ärgerlich für einen Uncut-Kanal. Aber einen Schnitt musste ich tatsächlich heute setzen, weil ich gestört wurde. Ja? Also schreibt alle mal in die Kommentare, wer mich wohl gestört hat, wer war wohl der Übeltäter. Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, haut rein und adios.